Willkommen zurück zu einem neuen Part bei Guild Wars. Ja, eine neue kleine Nebensache, die ich jetzt gerade mir spontan überlegt habe. Neben Lebendige Welt Staffel 2, Karte erkunden und die Story durchspielen. Und jetzt haben wir was Neues begonnen. Und zwar werden wir uns zusammen eine legendäre Waffe bauen. Falls du das Video noch nicht geschaut hast, hoffe ich, dass ich dich jetzt vielleicht ein bisschen drauf gespannt gemacht habe. Ich werde dir jetzt noch nicht verraten, welche Waffe. Am besten schaust du ins Video rein und lässt dich überraschen. Und wir werden uns heute diesen komischen Items widmen, die wir bekommen haben, immer wenn wir die Lebendige Welt 2, die Kapitel ein bisschen gespielt haben. Wir haben einmal eine enorme Leuchtpilzgruppe, wir haben einen Haufen Leylinienstaubs, eine Chaoskugel, einen Haufen Druckbildrückstände, einen mysteriösen Samen, einen Leylinieninfodierten Stein und eine Fiole mit heiligem Gletscherwasser. Deshalb finde ich es jetzt schön, das mit euch zusammen zu machen, denn durch das Doppeltklicken werden wir jetzt direkt hier in die Provinz Metrika sind wir, ne? Ja, Provinz, Brisbane-Wildnis, Entschuldigung, total neben der Spur. Und dann zeigt es euch genau, wo man hin muss. Wir müssen dort hinten hin. Ich bin jetzt dort schon hingeportet und habe mich an den Eingang der Höhle gestellt und werde euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie ihr dorthin kommt, da wo ich stehe. Hier haben wir die Wegmarke Getrischmied und wenn ihr dann einfach an dem Felsen vorbei, hier an diesem Gebäude vorbeigeht, hier ein bisschen am Wasser entlang, hier stehen wir, kommt ihr in eine wunderschöne Höhle und dürft hier weitergehen. Eventuell müsst ihr ein paar Bösewichte bekämpfen und hier hinten haben wir dann unser Ziel, wo wir hin müssen. So, ich würde sagen, wir schwingen uns auf unsere Himmelsschuppe und düsen los. Ich habe das noch niemals gemacht. Ich weiß nicht, ob es einen Erfolg gibt, was wir am Ende bekommen, wenn wir alle... Ich meine, es sind 7 Items. Wenn wir alle 7 Items gemacht haben... Da ist ein Maguma-Netz. Achso, ich dachte, da stand ein magisches Netz. Oh Gott. Schau doch mal an, wie schön das hier aussieht, oder? Dieser mächtige Leuchtpilzgruppe benötigt noch immer einen Katalysator, um ihr volles Wachstumspotenzial zu entfalten. Okay, also irgendeinen Katalysator. Vielleicht das Ding da. Pollen. Pollenbehangene Zypret. Interagieren. Ah! Schwingt die enorme Leuchtpilzgruppe durch den Pollenfilter. Gekeimter Leuchtpilzgruppe. Kombiniert dies in der mystischen Schmiede mit einer Wachstumslampe, Blutsteinziegel und exotischen Essenzen des Glücks, um eine optimierte Wachstumslampe herzustellen. Ah, okay. Interessant. Schauen wir uns das nächste Mal an. Haufen Leylinienstaubs. Wo müssen wir denn hin, meine liebe Leylinie? Wir müssen Ascalon oder irgendwie sowas. Ah, ich habe es gefunden. Okay, nach langen Suchen, man muss zur Bruchzahnwegmarke, fliegt dann hier entlang zum Aussichtspunkt weiter, könnt ihr euch als Weg nehmen, hier über das Wasser. Und hier, wo ich jetzt stehe, geht es hinein. Dort sind solche Platten, Höhe, und dort befindet sich dann der Eingang, zack. Und jetzt müssten wir dort sein, wo wir die ganze Zeit hin wollten. Solange wir noch auf der Himmelsschuppe bleiben können, bleiben wir dort. Und machen dieses Sprungrätsel. Okay, wir haben es aber fast geschafft. Das gehört halt mit dazu, wenn man bestimmte Sammlungen macht oder irgendwas erkunden möchte, dass man halt ab und zu mal ein paar Events machen muss. Okay. Wann kommt der Big Babbo? Und das war's schon. Und jetzt geht die Tür auch auf und jetzt kann man da ganz in Ruhe durch. Und jetzt muss man sein Hirnchen ein bisschen einschalten. Man muss die Wege finden und durch die Portale laufen, um den Weg dorthin zu finden. Ich glaube, der läuft so zielstrebig. Okay, das war schon mal falsch, oder? Ich habe das am Anfang öfters mal gemacht, aber so zum Ende hin... Wo läufst du denn hin? Ich dachte, hier durch. Vielleicht so lang, oder?
Okay. Haben wir's? Ja, wir haben's. Okay, oh Gott, also man muss sich ein bisschen durchprobieren und jetzt muss man aufpassen, dass man nicht durch diese Dinger fällt und die dürfen einem auch nicht unbedingt. Wir holen uns den mal berühren, weil die schmeißen einen runter. Also rennt vor ihnen weg und lasst euch nicht berühren. Okay, wir haben's. Da ist das Ether-Klingenlager. Okay, die müssen wir kurz kaputt machen. Öffnen! Haben wir wieder ein Ether-Klingenlager. Sehr gut. Das ist, meine ich, für die Staffel 1-Erfolge, meine ich. Ah, schaut mal hier. Genau, das haben wir. Okay, perfekt. Und jetzt müssen wir aber hier weiter. Und jetzt gibt es das nochmal. Man muss da über die Dinger laufen und kann dann. Wo müssen wir dann interagieren? Energiestoß eines Spezialisten der Ausdauer wird in Energiedingsbums. Testwegmarke-Forschungsmarke. Wir holen uns erst jetzt mal die Truhe als Belohnung. Das ist das hier. Bekommen wir das nächste Item. Okay, jetzt ja eine Strunnerfalle. Zack. Und da müssen wir jetzt interagieren. Platziert den Leylinienstab auf der zerbrochenen Dings. Okay. Kombiniert diese in der mystischen Schmiede mit fleischiger Pflanzenernährung, Pflanzennahrung, Blutsteinstaub und dicken Lederstücken, um ein Paket mit Leylinien bestäubten Pflanzennahrung zu halten. Okay, also man kann das dann immer in der mystischen Schmiede weiter veredeln. So, Nummer 3 ist Haufen Trugbildrückstände. Und dafür sind wir jetzt ins Dieser-Plateau einmal geportet. Und zwar an die Wegmarke Ödmore. Und hier oben soll das sein. Was müssen wir denn überhaupt machen? Der Überrest ist inaktiv. Er könnte an einer starken, spektakulären Energiequelle durchwirkt werden. Okay, gucken wir uns einfach mal hier ein bisschen um. Das ist bestimmt hier unten in den Dings rein. Vielleicht Heldenpunkt? Ja! Oder? Hey, du blöder Schleim. Du genauso, geh weg, lass mich in Ruhe. Okay, noch einmal, halte den Spektralessenz ins Licht. Mal schauen, ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Wehe, einer unterbricht mich jetzt. Wehe. Ja, hat funktioniert. Okay, also einfach zum Heldenpunkt. Und dann hat man das. Wir porten ganz schnell weg, dass wir nicht weiter angegriffen werden. Okay, Nummer 3 haben wir schon. Und das kann man jetzt wieder in der mystischen Schmiede komponieren mit einer schmackhaften Pflanzennahrung, Blutsteinstaub und dicken Lederstück für ein Paket mit trugbildinfundierten Pflanzennahrung. Okay. Dann haben wir hier Leylinienfundierten Stein. Die Polarität dieses Steins ist in einer stabilen Matrix fixiert. Ein Apparat, der Leylinien beeinträchtigt, könnte seine Potenzialkräfte freigeben. Wo müssten wir denn hin? Zu erwecken, denn das habe ich zuvor noch nicht gesehen gehabt. Jetzt ist es das zweite Mal, dass ich sehe, hier steckt tatsächlich der Bohrer von Scarlet, wo sie uns angegriffen hat, noch im Wasser, in der Erde. Genau, der Delfinchen. Und das war, ich finde es jetzt immer noch so krass, dass man den einfach so sehen kann. Das ist dieser Bohrer, wo sie dann stand, wo wir dann gekämpft haben. Mega. Irgendwo ganz unten, irgendwann kommt man dann an und da leuchtet es dann. Und da, stopp, ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Genau hier, untersucht die Bohrspitze.
platziert den Leylinienstein gegen die Bohrspitze. Haben wir gemacht. So. Kombiniert diesen Gegenstand in der mystischen Schmiede mit einem Tontopf, Blutsteinstaub und Leuchtpilzgruppen, um einen leylinienfundierten Tontopf herzustellen. Ah! Pflanzt dies zum Aufkeimen einen leylinieninfundierten Tontopf. Ah, ja, ja. Das brauchen wir, um den Topf zu machen, damit wir den herstellen können. Okay, das klingt schon mal gut. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt in diesem Part noch die Fiole mit heiligem Gletscherwasser zu machen. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wir müssen dahin. Ich glaube, das ist da, wo das Sprungrätsel ist. Es gibt einen kleinen Trick, wie man das Sprungrätsel ein bisschen über springen kann. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Na komm, beweg dich später los. Hier sind schon mal keine Reittiere erlaubt. Ja, da ist das Sprungrätsel. Da ist die Truhe. Also müssen wir auf die andere Seite. Vielleicht auch als Tipp für zukünftige Sprungrätsel. Meine Nerven. Meine Zunge ist heute ein bisschen faselig heute irgendwie. Keine Ahnung. Könnt ihr euch einfach diese Wegmarke hier merken? Im Eisklammsund einfach zur Wegmarke Eisscholle und dann düselt ihr einfach mit eurer Himmelsschuppe hier den Berg hoch und könnt dann hier oben einfach hinlaufen. Und wir können einfach hier schon mal die Truhe öffnen. So müsst ihr euch nicht durch das ganze Ding quälen. Da haben wir auch den Taurerbrillen-Erfolg gemacht. Und da habt ihr dieses komische Ding, wo wir jetzt das Gletscherwasser abfüllen müssen. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben die ersten 5 Symbole gemacht. Und müssen mit dem Ding dann den Topf machen. Also mit dem in der mystischen Schmiede einen Tontopf. Den müssen wir noch gucken, wie wir den bekommen. Blutsteinstaub, Leuchtpilzgruppe und einen leylinieninfundierten Tontopf herzustellen. Okay, das machen wir doch dann alles so. Das ist doch cool. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Machen dann das Event, damit wir an diese Plattform kommen, um die Chaoskugel zu bestrahlen. Versuchen dann diesen Tontopf zu machen, um dann den mysteriösen Samen zu pflanzen. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat dir gefallen. Du weißt jetzt ein bisschen genauer, was du jetzt mit diesen Items machen kannst. Ich wusste es damals am Anfang auch nicht und habe mich gewundert, wofür wir die ganzen Items bekommen. Jetzt weiß ich es. Wieder was gelernt. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dich dann in dem nächsten Part wiederzusehen, Teil 2. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.